Heute erfahre ich, was mir die Elfe gebracht hat. Keine Elfe, die Fee. Und... Günther can tell you more. Oh, Moment, das muss ich jetzt mal zu Günther bringen. You touch my tralala. Und ich dachte... Naja, klarer Fall von Holz gedacht. So, dann habe ich ein Rezept für Backmeat. Wo ist Cooking? Wie das mit dem Kochen funktioniert, weiß ich ja noch überhaupt nicht. Ich glaube, dafür brauche ich erstmal die Küchenerweiterung. Ich könnte ja mal schauen. Erstmal, was die Fee gebracht hat. Nicht viel. Cauliflower. Ich glaube, sie hat einfach... So. Nein, nein, ich will das nicht essen. So. Sie hat wahrscheinlich einfach nur die Sachen gegossen. Mit ihrer Energie. Oh, das sind schöne Sachen. Das sind... Ui. So viele Strawberries. Oh, was ist hier los? Mein Inventar ist komplett voll. Strawberry. 4. 4. Salmonberry. Cauliflower. Prime Cauliflower. Das brauche ich dafür. 4. Potatoes. 3. Oh, das wird aber ein sehr interessanter Tag. Und ich brauche unbedingt eine Truhe. Ich glaube, ich mache erstmal eine Truhe. Habe ich Platz gemacht? Ein bisschen. Ich brauche eine neue Truhe. 50 Wood. Habe ich noch so viel Wood? Ja. So. Hilf mir, Obi-Wan Kenobi. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich packe hier das Essen rein. Aber wie soll ich das machen? Ich müsste erst einmal ein paar... Ich müsste erst mal was dazwischen... zwischenlagern. So. So. Dann kann ich das Essen nehmen. Oder? Ich könnte auch die Materialien rausholen. Und das Essen da lassen. Ich glaube, das ist sinnvoller. So. Was ich damit machen soll, weiß ich noch nicht. Garbage Hat wollte ich ja überprüfen, ob ich es anziehen kann. Wo war mein Inventar? Hier. Ich kann es anziehen. Bringt nur nichts. Also sieht nicht gerade sehr schön aus. Nichts ist stylisch. So. Cauliflower. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Platz gemacht. Ich denke, das kann ich so lassen. Das hier kann ich noch raus. Kohle gehört da nicht hin. Kohle gehört hier hin. Schön sortiert. Dann kann ich die Sachen mitnehmen. Und Training Rod. Den Rest kann ich verkaufen. Außer ich möchte Backmeat benutzen zum Kochen. Könnte ich machen. So, Potato. Ja, würde ich wahrscheinlich brauchen. Für sowas hier. Community. Muss ich irgendwann überprüfen. Cherry Bomb, Crafting, Stand Back. Okay. Okay. Das ist so ein Chaos da oben. Wie soll ich das sortieren? Wie soll ich das sortieren? Kann ich das irgendwie sortieren? Ja, mehr oder weniger kann ich das. So, jetzt sind alle hier oben. Jetzt habe ich das Schwert zwar da hinten.
Ich weiß nicht, wie man die umstellen kann. Leider. Sekunde. Jetzt habe ich die Gießkanne. So. Geht einigermaßen. Wieder. Okay. Ich müsste gießen. Aha. So, was habe ich alles? Quarz. Cherry Bomb. Uah! Nette Explosionsradius. Strawberry. Cauliflower. Dandelion, nein. Torch kann ich auch verkaufen, wusste ich gar nicht. Gut, einmal Pflanzen gießen. Ups, Wild Horseradish. No water. Habe ich Post? Nein. So, und das hier habe ich fertig. Enter the Adventurer's Guild. Ich schau mal, ob ich das heute erledigt bekomme. Ich kann so schlecht sehen, ob die schon bewässert sind manchmal. Und dann, wenn die alle erstmal schlecht geworden sind, werde ich das Thema Farmen in der nächsten Saison ruhen lassen. Bis ich weiß, ob die Sprinkleranlage alles bewässern kann. Weil ich ansonsten zu kaum etwas komme, zeitlich. So, sieht so aus, als wäre das meiste bewässert. Das hier noch nicht. War wahrscheinlich schon okay. Gut. Einmal Wasser nachfüllen. Und ab in die Stadt. Kitty! Mir werden noch diese Salmonberries ausgehen, wie es aussieht. Die gab es nur nach ein paar Tagen und seitdem nicht mehr. Was ist Kätzchen? Was hast du? Hm? Hätte ich die Torch verkaufen sollen? Ich weiß nicht einmal, ob heute jemand Geburtstag hat. Aber schade, dass da nichts von der Fee gekommen ist. Also, ich dachte, da wäre jetzt irgendetwas. Und da habe ich was übersehen. Dass hier irgendwo noch Spuren von der Fee sind. Sieht nicht so aus. Ich kann mich da nach unten kurz durchbuddeln. So. Hier ist schon wieder Urwald. Nein, ich stecke fest. Green Bean. Kann ich... Lass mich durch! Man muss ja ständig gegen die Natur kämpfen. Ich komme heute zu nichts. So. Nein, falsche Kiste. Das kommt hierher. Gut, das war neu. Das will ich auf 4 hochbringen. Ein League müsste reichen. Eigentlich. Ich glaube, von diesen Prime-Sachen brauche ich nur eins.
Daffodil, oh ja. Dandelion auch, könnte da im Community Center noch nützlich sein. Stone, falsche Kiste. Genau wie Kaperor, gehört nicht dahin. Koralle vielleicht auch nicht. Aber Clay gehört da nicht hin. Und Sepp eigentlich auch nicht, oder? So. Habe ich jetzt alles? Ich muss eigentlich zur Stadt. Sonst ist der Tag gleich wieder um. Ich hätte das Leak. Okay, da unten kann ich mit jemandem reden. Verkaufen können, wollte ich sagen. Ich hätte das Leak verkaufen können. I'm struggling to make ends meet. So. Was haben wir hier? Ich komme gerade nicht an den... I've been major for many years. Gut, also heute gibt es nicht viel zu tun. Das ist doch gut zu wissen. Dann brauche ich mich nicht zu ärgern, dass es schon spät ist. Trash! Und kann mir überlegen, was ich jetzt heute noch machen möchte. Makes going to sleep easier. Gute Frage. Ach, genau, genau, ich weiß es wieder. Aber dann kann ich schon mit diesem Müller mitnehmen. Komm her, du Müll. Ich wollte die Sachen abgeben. Beim Museum. Sometimes those spring petals that float around make my nose drip. Da ist es. Mache ich gleich. Ich nehme nur noch den Müller mit. Hey! Donate! Tada! Tada! New Reward! Ich dachte schon, New Record. Schön. Was für ein Reward? Weiß ich nichts von. Dwarf Scroll A. Nein, 1. Filled with Dwarf Scripts. This one tied with red bow. Aha. Earth Crystal, a resinous substance found near the surface. Amethyst immer noch. Was war das von wegen Reward? Kannst du mir etwas dazu sagen? Collect Rewards, Tatsache. Cauliflower Seeds. Schön. Dann hätte ich das auch abgehakt. Nein! 40 Minuten zu spät. Gut, dann gehe ich fischen. Mit dem Rest der Zeit. Kenne ich dich schon? Du siehst neu aus. Sehr Ochin. Ja, das ist neu. Und ich kann rausfinden, ob ich hier etwas anderes fischen kann. Okay, einmal Training Rod. Es kam nicht bis zu den Möwen. Sweet dreams are made of this. Übrigens,
das, woran mich dieses Timing mit dem Fischen erinnert hat. Weil das Fischsystem von Torchlight. Denn in Torchlight musste man auch sehr aufpassen. Schwierig. New Record. Okay. Nur im Gegensatz zu Torchlight. Oh, das fliegt diesmal ja richtig weit. Im Gegensatz zu Torchlight ist das hier kein Thema, wenn man etwas verpasst. Dort, wenn man da so einen Teich gefunden hatte und das Timing verpasste, war die Belohnung futsch. Was ist das denn? Warum ist hier. Was war das für eine Truhe? Hätte ich die Truhe fischen sollen? Hätte ich die Truhe fischen können? So viele Fragen. Interessant. Ich meine, wenn es geht. Ich bin ein Genie, was das Fischen angeht. Das ist die perfekte Position. Wow. Da kommen inzwischen ja richtig schöne Sachen raus. Ich wünschte nur, ich hätte diese. Ich finde sicher noch mal so eine Sache mit einer Truhe drin. Ich musste etwas mutiger sein. Experimentierfreudiger. Ich bin sicher, die hätte ich rausfischen können. Soggy Newspaper. Aha. Today a comedian died in Gotham. Schlagzeile im Newspaper. Trash. Bald habe ich die ganze Zeitung zusammen. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Kling. 10. Ach, 10 Inches soll das heißen. Okay. Ich will noch meine Truhe. Ich hätte hier sicher ausfischen können. Wieso habe ich mich auf den Fisch konzentriert? Weil es das erste Mal war und ich nicht sicher war, was ich machen sollte. Anchovy. Klingt lecker. Drei Slots habe ich noch frei. Trash. Ich finde nicht nochmal eine Truhe, oder? Das war die einzige im ganzen Spiel. Hering, 16 Inches. Wäre das, Max? Hä? Wäre das Resident Evil 4, würde der Fisch sehr viel Platz einnehmen im Inventar. So, ich mache noch etwas in diese Richtung. Ja, ich wollte eigentlich nach oben, nicht nach unten.
Sollte ich langsam mal zurückgehen? Eigentlich schon. Na? Na? Muss ich echt abbrechen? Da. Oh ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab die Fisch. Ich hab die Truhe. Wo ist mein Schatz? Da ist mein Schatz. Oh yeah. Must first be attached to a fishing rod. Stone, Copper. Das lohnt sich. Das werde ich mir fürs nächste Mal merken. Und jetzt ab nach Hause. Truhen also immer mitnehmen. Die sind auch sehr schnell zu fangen, zumindest mit der Anfängerroute. Hello, I hope your new farming life is panning out. Wieso bist du so spät noch unterwegs? Wieso bin ich so spät noch unterwegs? Wow. Diese Truhen lohnen sich aber richtig. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich im Gehen einschlafe. Nein, ich wollte sagen, noch viel Spaß haben werde am Fischen. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! Good night. What? Level 3 Farming. Watering can, hoe, bee house, speed grow, farmer's lunch, fishing. Wow, das ist viel Geld. So, und die Fackel hat übrigens nichts gebracht. Die brauche ich nicht da reinzupacken. Jetzt stellt sich nur die Frage. Doch! Ach, die Fackel ist hier. Stellt sich nur die Frage, ob die Fackel nachwächst. Was eine gute Frage ist. Also unten, in der Höhle. Ob da die Fackeln begrenzt sind oder immer wieder neu kommen. Oh, 3300. Ich kann mir bald irgendwas leisten.